Es geht um 1 Billion Euro, es geht um Tagezahlten, es geht um Hans-Werner Sinn, den IFO-Chef, und es geht darum, etwas Licht in die Angelegenheit zu bringen, und das will ich heute mit Michael Bloss, Finanzexperte und EIFD-Direktor. Herr Bloss, wir sprechen heute über Tagezahlten, das ist ein etwas schwieriges Problem. Hans-Werner Sinn hat jetzt ein neues Buch darüber geschrieben. Können Sie ganz kurz erklären, um was es bei den Tagezahlten überhaupt geht? Der Target ist per Definition erstmal ein Verrechnungssystem innerhalb der Euro-Länder. Und dieses Verrechnungssystem, da laufen Salden auf, wenn jemand was bei uns kauft oder wenn wir etwas im Ausland kaufen. Und im Augenblick ist es eben die große Diskussion, wie können diese Salden denn überhaupt wieder abgebaut werden? Denn Deutschland steht hier mit 750 Milliarden zu Buche. Und Herr Sinn hat es sehr, sehr gut ausgeführt, auch sehr einfach ausgeführt für jeden lesbar. Also man muss kein Ökonom sein, damit man es versteht, wie diese Salden entstanden sind und was eine Lösung aus dem Problem ist, beziehungsweise was ein Weg aus dieser Target-Krise sein kann. Aber laut Hans-Werner Sinn sind diese Target-Salden extrem gefährlich, könnten sogar den Zusammenbruch des europäischen Finanzsystems bewirken. Warum sind diese so gefährlich? Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, irgendjemand zahlt uns das ganze Thema nicht zurück, dann schreiben wir 750 Milliarden ab. Also das ist ja auch eine Größenordnung, die nicht einfach mal kurz aus einer Bilanz rauszubuchen ist oder wo man einfach sagt, okay, da verzichtet jetzt auch mal der deutsche Staat nett drauf, ja, weil das ist Geld, das wir so oder so nicht brauchen. Also das geht es einfach um Summen, die da in den letzten Jahren aufgelaufen sind, die zumal auch noch unbesichert darlegen. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel Geld. Und dann steckt natürlich auch ein großes politisches Thema dahinter. Dieses Target-System hält Europa zusammen und ein zweites allerdings in einer gewissen Weise auch wieder. Und da steckt also ganz, ganz viel Brisanz dahinter. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger wiederum verteidigt das Target-System, sagt, ohne das System wäre Europa bereits, das europäische Finanzsystem bereits vor 2 Jahren, 2010, zusammengebrochen. Hat er recht? Wahrscheinlich ja. Also es ist so, dass sich die schwächelnden Zentralbanken über das Target-System im Prinzip refinanzieren. Das ist eine weitere Refinanzierungsquelle. Jetzt muss man schon eines sehen, ja, werden wahrscheinlich zusammengebrochen. Wir schieben im Augenblick das Thema. Also wir haben jetzt einen Intensivpatienten kreiert und den halten wir jetzt halt durch Stirb langsam 1-3 durch. Also das ist nicht ganz so einfach zu sehen und ganz so einfach sind eben auch diese Probleme nicht abzubauen. Ich glaube auch nicht, man kann heute sagen, okay, das war ein Fehler, das einzuführen. Hätten wir es nicht gemacht, würden wir da und da. Wir müssen einen Weg herausfinden, wie wir diese Probleme einfach in den Griff kriegen. Wie lautet nun Ihr Fazit? Ist das Target-System ein notwendiges Übel oder ein Pulverfass für das europäische Finanzsystem? Es ist ein notwendiges Übel und man muss rangehen. Man kann es so nicht weiterlaufen lassen. Man muss Alternativen dafür finden und man muss einfach adjustieren. Und Sinn hat ja auch vorgeschlagen, dann besichern wir einen Teil der Salden zumindest. Also das heißt, es muss ein Collateral hinterlegt werden. Und ich denke, das ist ein Weg raus aus dem Problem. Es wird keinen großen Wurf geben. Es sind viele kleine Trippelschritte, wo uns aus dieser Target-Geschichte herausführen und wo uns dann am Ende dann zeigen, war es richtig oder war es falsch. Michael Bloss, Finanzexperte und EIFD-Direktor, vielen Dank für das Gespräch.